Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um 5 Länder, die sich tatsächlich mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Und ein Land auf dieser Liste wird euch sicherlich überraschen. Platz 5, Togo. Die togoische Fußballnationalmannschaft repräsentiert das afrikanische Land Togo im Fußball. Große Bekanntheit erlangte sie mit der Teilnahme und Qualifikation an der WM 2006 in Deutschland. Die togoische Fußballnationalmannschaft ist nicht aus dem Nichts gekommen, wie es in den Medien vor und während der Weltmeisterschaft oft dargestellt worden war. Tatsächlich waren sie, wenn keine Größe, zumindest ein ernstzunehmender Gegner innerhalb Afrikas. Allerdings musste die togoische Nationalmannschaft Deutschland schnell verlassen, denn sie wurden in ihrer Gruppe mit 0 Punkten Gruppenletzter und ja, die WM 2006 war die einzige WM mit togoischer Beteiligung. Platz 4, El Salvador. Die salvadorische Fußballnationalmannschaft, auch La Selecta übersetzt die Auswahl genannt, ist die Fußballauswahl des zentralamerikanischen Staates El Salvador. El Salvador konnte sich bislang 2-mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren, verlor jedoch alle 6 Vorrundenspiele, darunter mit 1:10 gegen Ungarn bei der WM 1982 in Spanien, welches noch bis heute die höchste Niederlage einer Nationalmannschaft überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft darstellt. El Salvador war bei beiden Weltmeisterschaften so schlecht, dass sie bis heute als schlechteste Nationalmannschaft zählt, die jemals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Das Kuriose kommt aber erst jetzt. Nach den gewonnenen Qualifikationsspielen zur WM 1970 in Mexiko gegen Honduras brach einfach zwischen den beiden benachbarten Ländern der sogenannte Fußballkrieg aus, der leider 1000 Tote forderte. Platz 3, Kuba. Die kubanische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballauswahl für die besten Fußballspieler des karibischen Inselstaates Kuba. Die kubanische Fußballnationalmannschaft war die erste Mannschaft der Karibik, die sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. Im Jahr 1938 gelang die Kubaner die bisher einzige Qualifikation zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Da sich alle anderen nordamerikanischen Mannschaften aus der Qualifikation zur WM in Afrika zurückzogen, konnte man sich für die WM qualifizieren. Im WM-Achtelfinale traf man auf Rumänien und erzielte nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit ein 3:3 nach der Verlängerung. Das Wiederholungsspiel konnte man 2:1 für sich entscheiden, im Viertelfinale verlor man jedoch mit 0:8 gegen die Schweden, was bis heute die höchste Länderspielniederlage für Kuba darstellt. Platz 2, Indonesien. Die indonesische Fußballnationalmannschaft vertritt die Südostasiatische Republik Indonesien im Fußball. 1938 nahm die Mannschaft als Niederländisch Indien zum ersten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Nach der 0:6 Pleite gegen Ungarn flog die Mannschaft im Achtelfinale raus. Bis heute war die WM 1938 in Frankreich die bisher letzte Weltmeisterschaft gewesen mit indonesischer Beteiligung. Dass wir Indonesien nie wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sehen, schließe ich teilweise aus. Denn Indonesien versucht mit anderen südostasiatischen Staaten die WM 2034 auszutragen. Vielleicht sehen wir Indonesien 2034 als Gastgeber wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt kommen wir zu Platz 1 und sehr wenige wussten überhaupt, dass dieses Land schon mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert war. Gemeint ist Indien auf Platz 1. Wissen nicht viele, aber das stimmt. Obwohl Indien auf keiner Teilnehmerliste oder ewigen Tabelle abgebildet ist, hat sich auch Indien für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Allerdings haben sie kein einziges WM-Gruppenspiel bestritten. Hier die kurze Erklärung warum. 1950 wurde Indien aufgrund des Rückzugs einiger Nationalmannschaften für die WM-Endrunde in Brasilien eingeladen und waren somit eigentlich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Der indische Verband lehnte allerdings eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft ab. Als Begründung wird oft angegeben, dass die FIFA kurz zuvor Fußballspiele ohne Schuhe verboten hatte und die Inder eigentlich die WM-Gruppenspiele ohne Schuhe und barfuß absolvieren wollte, aber wegen dieser neuen FIFA-Regel nicht durften und am Ende deswegen nicht teilnahmen.
Andere Gründe dürften daneben auch die finanzielle Belastung der weiten Anreise und laut den Erinnerungen Seilen Mannas, damaliger indischer Nationalspieler, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im Gegensatz zu den Olympischen Spielen nicht wert sei und damit eine Teilnahme und der Aufwand für unnötig hielt. Heute bereuen bestimmt die Inder, dass sie nicht an der Weltmeisterschaft 1950 teilgenommen zu haben. Indien konnte sich bis jetzt und heute noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und das wird sicherlich noch sehr lange dauern. Ja, traurige Geschichte für die Inder, lustige Geschichte für uns. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Kanntet ihr alle 5 Mannschaften? So, ja, was soll ich noch dazu sagen? Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und liked das Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.